Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute machen wir drei Lifehacks bezüglich Corona, Maske, Maskenpflicht. Wir bauen uns drei Masken. Wie genau? Nach dem Trailer. So, schön, dass ihr wieder da seid. Und zwar bauen wir uns jetzt die Masken. Das wird jetzt so ein Schirm. Was benötigen wir? Eine Schere, einen Tacker und einen Schnellhefter. Natürlich sollte man darauf achten, dass der Schnellhefter hier halbwegs transparent ist. Sonst würde man nachher nichts mehr sehen. So, und wir gehen wie folgt vor. Wir schneiden jetzt erstmal den Deckel weg, das hintere Teil. Muss jetzt auch nicht gerade und scheint sein. So. Einfach so. So haben wir jetzt das Teil hier. Und schneiden uns jetzt hier mal so Streifen raus. Ja. Und nur zwei Stück müssten eigentlich reichen. So. Okay. Und dann gehen wir wie folgt vor. Wir schieben das jetzt hier zwischen. Hier ist ja so eine Lücke immer zwischen. Schieben wir jetzt hier zwischen. So weit wie möglich. Also nicht so weit wie möglich, so dass ein gutes Stück drin ist. Tackern das fest. Ja. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Ja. Ja. Ja, hab keine Lust hier reinzugehen. Ja. Auch dieses tackern wir fest. So. Jetzt nehme ich euch mal kurz zu mir. Im Prinzip sind wir ja schon fast da, wo wir hinwollen. Moment, ich ziehe mal die Brille aus. Also wir nehmen jetzt das Teil, wir nehmen das hinten an, messen ungefähr mit dem Finger, wie viel wir benötigen. So. Das heißt hier und hier. An der Stelle überlappe ich das jetzt. So. Ein, zwei Klammern rein. So. Ja, und jetzt kann man nicht erschrecken. Ich war noch nicht beim Friseur wegen Corona. So, jetzt rüberziehen. Ja, und schon hat man so einen Gesichtsschutz. Ja, das war Lifehack Nummer 1. So, nun kommen wir zum zweiten Lifehack. Wir brauchen stinkende Socken. Ne, keine stinkenden, am besten neue, saubere Socken. Wir benötigen auch nur eine. So, die legen wir jetzt erstmal aus, ein bisschen. Ne? Ja, Moment. So, die legen wir jetzt hier so aus. Schneiden das untere Ende so ein bisschen ab. So, prima dann. Ja. Schere ist nicht mehr die jüngste hier. Ja. So, das untere Teil nochmal ab. Jetzt hier oben auch. Also wir brauchen das Teil mit der Ferse. So. Auch das schneiden wir durch. So. So, jetzt haben wir hier unten das Fersenteil. So. Auch dieses schneiden wir mal durch, aber wir falten erstmal so zusammen und dann das Fersenteil muss ganz bleiben und das hintere Teil schneiden wir auf. So. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Moment.
Wie war das jetzt? Ja, genau. So. Jetzt falten wir das einmal quer zusammen. So. Also so. Und schneiden an jeder Seite ein. Aber nicht ganz durchschneiden, nur einschneiden. So. So. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. So, bis zur Hälfte ungefähr einschneiden. So, jetzt nehme ich euch wieder zu mir. Da. Jetzt haben wir dann in dem Sinne die Maske schon fertig. Und zwar ziehen wir dann einmal hier um das Öhrchen, hier um das Näschen und hier um das Öhrchen. So. Und fertig ist Lifehack Nummer 2. Kann man natürlich hier so ein bisschen runterziehen. So. Ja, oder denn hier. Ja. Lifehack Nummer 2. Lifehack Nummer 3. Dafür braucht ihr ein ausrangiertes T-Shirt. Oder ihr kauft euch eins. Die kosten ja nichts mehr. Die kosten ja vielleicht bei C&A 2, 3 Euro oder was. Keine Ahnung. So, dann müsst ihr den Arm opfern. Gut an der Sache ist, ihr könnt direkt daraus 2 machen. So, wir schneiden jetzt hier den Arm ab. Na. Na, ein bisschen gerade, weil es auch schön aussieht. In dieser beschissenen Zeit muss man ja wenigstens noch ein bisschen nach was aussehen. Na. So, jetzt haben wir den Ärmel. Ja, hier. Den legen wir kurz zur Seite. Jetzt benötigen wir den unteren Rand hier, weil der ist ja auch meist umgenäht. Das heißt, wir schneiden uns jetzt hier den Rand ab. Einmal komplett durch. Auf jeden Fall braucht man eine scharfe Schere, weil die ist nämlich jetzt hier nicht scharf. Dann haben wir einfach hier so einen Streifen. Jetzt nehme ich wieder die Kamera zu mir. So. Ja. Und zwar nehmen wir das abgeschnittene Teil, legen wir uns um den Hals, nehmen das den abgeschnittenen Arm, so, hier, geht mit dem rechten schon mal durch, mit dem linken geht man da durch, so, dass das dann einfach hier so drin ist, guckt, dass das hier halbwegs gerade ist, so. So ein bisschen zurechtfriemeln. So, jetzt kann man sich die Maske so umziehen. Ja. Knoten hinten rein. Ja. Ein bisschen nach unten ziehen. Dann über die Öhrchen. So. Ja, und dann ist Lifehack Nummer 3. Und sieht doch ganz gut aus. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Oh. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf. Abonniert den Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.